Es war Herbst. Die Blätter fielen von den Bäumen und am Himmel hingen dicke Wolken. Miffy spielte draußen mit ihrem Ball. Plötzlich fing es furchtbar an zu regnen. Sie lief schnell ins Haus, um nicht nass zu werden. Wenn du draußen spielen willst, Miffy, musst du deinen Mantel anziehen, sagte die Mutter. Miffy zog den Mantel an und wollte gerade wieder hinausgehen, als Barbara Bär an die Tür klopfte. Es regnet nicht mehr, sagte sie zu Miffys Mutter. Darf Miffy mit mir in den Wald gehen? Wir können bunte Blätter sammeln und daraus etwas Hübsches basteln. Das ist eine gute Idee, sagte die Mutter. Aber behaltet eure Mäntel an, es könnte wieder anfangen zu regnen. Es machte Spaß, mit Barbara nach bunten Blättern zu suchen. Sie fanden gelbe Blätter, rote Blätter und braune Blätter. Daraus können wir bestimmt etwas Schönes machen, sagte Barbara. Guck mal, die Sonne kommt raus, sagte Miffy. Mir ist so warm. Wir können doch unsere Mäntel an den Ast hängen und noch ein paar Blätter suchen. Bald waren ihre Körbe voll mit bunten Blättern. Ich habe Durst. Möchtest du nicht auch etwas trinken, Miffy? Fragte Barbara. Lass uns zu mir nach Hause gehen. Ich habe schöne kalte Limonade. Sie gingen ins Haus und tranken ihre Limonade. Miffy schaute aus dem Fenster und sah, dass es wieder angefangen hatte zu regnen. Miffy, unsere Mäntel hängen noch draußen am Baum, sagte Barbara erschrocken. Die werden pitschnass sein. Wir werden pitschnass sein, wenn wir jetzt rausgehen, um sie zu holen, sagte Miffy. Keine Sorge, sagte Barbara. Ich habe einen Regenschirm. Der ist groß genug für uns beide. Unter Barbaras Regenschirm liefen sie zu dem Baum, an dem ihre Mäntel hingen. Die Mäntel tropften vor Nässe. Ich kann den nassen Mantel nicht anziehen, sagte Miffy. Wie soll ich nur nach Hause kommen? Meine Mutter wird böse sein, wenn mein Kleid auch noch nass wird. Ich bringe dich nach Hause, Miffy, sagte Barbara. Unter meinem Schirm werden wir trocken bleiben. Sie kamen zu Miffys Haus und waren wirklich überhaupt nicht nass geworden. Miffy überlegte, was ihre Mutter wohl sagen würde, wenn sie ohne ihren Mantel nach Hause kam. Aber als die Mutter die beiden unter dem großen Schirm sah, war sie sehr froh, dass Miffy nicht nass geworden war. Miffy, wo ist dein Mantel? Es tut mir leid, sagte Miffy. Mein Mantel ist ganz nass. Ich habe ihn an einem Ast hängen lassen. Das macht nichts, sagte die Mutter. Du kannst deinen Mantel holen, wenn es aufgehört hat zu regnen. Danke, Barbara, dass du Miffy mit deinem Schirm nach Hause gebracht hast. Komm rein und trink eine Tasse Tee mit uns. Es regnete immer noch. Miffy und Barbara sahen sich die schönen Blätter an, die sie gesammelt hatten. Was könnten wir aus all den Blättern machen? Fragte Miffy. Bei dem Regen, sagte Barbara, wie wär's mit einem Regenhut? Ja, sagte Miffy. Und weil ich keinen Mantel habe, mache ich mir ein Regencape. Bald hatte Barbara einen wunderhübschen Regenhut und Miffy hatte ein schönes, buntes Regencape. Sie liefen nach draußen und sahen, dass es endlich aufgehört hatte zu regnen. Komm mit, Miffy, es regnet nicht mehr und die Sonne scheint. Jetzt können wir unsere Mäntel holen. Das machen wir, sagte Miffy. Aber wir nehmen den Regenschirm mit und den neuen Regenhut und das neue Regencape, falls es wieder anfängt zu regnen. An einem schönen sonnigen Tag klingelte es an Miffys Tür. Ihre Großmutter und ihr Großvater waren da. Hallo Miffy, sagte die Großmutter. Wir wollten dich hier zu Hause besuchen, aber es ist so ein schöner, warmer Tag. Wollen wir nicht lieber zusammen an den Strand gehen? Oh, wie schön, sagte Miffy. Ich spiele so gerne am Strand. Da hast du aber Glück, Miffy, sagte die Mutter. Ich packe euch etwas Gutes zu essen ein, dann könnt ihr ein Picknick machen. Und ihr könnt Miffy erzählen, was ihr am Strand gemacht habt, als ihr noch Kinder wart. Ich fahre euch mit dem Auto hin, sagte der Vater. Sie stiegen ins Auto und fuhren los.
Am Strand sagte der Großvater: Als wir noch Kinder waren, haben wir Sandburgen gebaut. Das hat immer viel Spaß gemacht. Ja, sagte der Vater. Ich glaube, ich weiß noch, wie man eine Sandburg baut. Ich auch, sagte die Großmutter. Wir können alle zusammen eine Sandburg bauen. Ich erinnere mich noch, dass der Sand nass sein muss. Miffy nahm ihren Eimer und ging ans Wasser. Sie füllte den Eimer mit nassem Sand und brachte ihn dahin zurück, wo der Vater und die Großeltern saßen. Miffy musste viele Male vom Strand zum Wasser und zurückgehen, denn man braucht eine Menge nassen Sand, um eine richtige Sandburg zu bauen. Miffy staunte. Als die Sandburg gerade fertig war, kam Miffys Freundin Melanie an den Strand. Hast du Lust, mit mir Ball zu spielen? Fragte Melanie. Oh ja, sagte Miffy. Der Vater ermahnte sie: Geht nicht zu weit weg, man kann sich auch am Strand verlaufen. Aber wir wissen doch immer, wo ihr seid, sagte Miffy. Wir brauchen ja nur nach der Sandburg zu suchen. Die beiden liefen den Strand entlang und spielten mit ihrem Ball. Sie liefen immer weiter. Inzwischen kamen die Wellen immer näher an den Strand. Seht mal, sagte die Großmutter, das Wasser kommt immer dichter an unsere Sandburg heran. Wir müssen ein Stück zurückgehen, sonst werden wir nass. Plötzlich kam eine Welle und spülte die schöne Sandburg einfach weg. Miffy und Melanie waren müde und wollten zurückgehen. Wo sind deine Großeltern und dein Vater, Miffy? Fragte Melanie. Ich kann sie nirgends sehen. Keine Angst, Melanie, sagte Miffy. Sie sind da, wo die Sandburg ist. Miffy sah sich um. Sie konnte die Sandburg nirgends entdecken. Sie konnte nicht wissen, dass das Wasser die Sandburg weggespült hatte. Die beiden liefen immer weiter den Strand entlang. Wo ist die Sandburg? Sagte Miffy. Vielleicht haben wir uns doch verlaufen, Melanie. Miffy, Melanie, rief der Vater. Wir sind hier. Eine Welle hat unsere Sandburg weggespült. Was für ein Glück, dass unsere Häuser nicht aus Sand gebaut sind, sagte Miffy. Sie waren alle sehr froh, dass sie wieder zusammen waren, auch ohne Sandburg. Miffy wollte ihre Tante Alice besuchen. Auf dem Weg zu ihrer Tante ging sie durch eine Wiese. Bunte Blumen blühten und Schmetterlinge flatterten umher. Da entdeckte sie vor sich auf dem Boden eine Raupe. Die Raupe knabberte an einem Blatt von einer hübschen Blume. »Warum frisst du das Blatt, kleine Raupe?« fragte Miffy. »Ich nehme dich mit zu meiner Tante Alice. Sie wird dir etwas Richtiges zu fressen geben.« Vorsichtig hob sie die kleine Raupe hoch und trug sie zum Haus von Tante Alice. Als Miffy ankam, arbeitete Tante Alice im Garten. »Was hast du da, Miffy?« fragte Tante Alice. »Es ist eine Raupe«, sagte Miffy. »Sie hat das Blatt von einer schönen Blume angeknabbert.« Tante Alice lachte. »Raupen müssen Blätter fressen, Miffy. Das gibt ihnen Kraft für ihre große Verwandlung.« »Was heißt Verwandlung?« fragte Miffy. »Du wirst schon sehen«, sagte Tante Alice. »Es ist so etwas wie Zauberei, etwas ganz Besonderes.« Jetzt war Miffy ganz aufgeregt. Sie fragte sich, was für eine Verwandlung das wohl sein könnte. Vorsichtig setzte Tante Alice die kleine Raupe neben ein saftiges Blatt. »Du kannst jeden Tag kommen und dir die Raupe ansehen und sie mit Blättern füttern, Miffy. Und bald
wirst du dann eine Überraschung erleben. Miffy war sehr gespannt. Sie liebte Überraschungen und freute sich auf ihren nächsten Besuch bei Tante Alice. Jedes Mal, wenn Miffy zu Tante Alice kam, fütterte sie die kleine Raupe mit Blättern. Aber die Raupe sah immer noch genauso aus wie vorher. Du musst Geduld haben, Miffy, sagte Tante Alice. Alles braucht seine Zeit. Bei ihrem nächsten Besuch war Miffy sehr enttäuscht. Guck mal, Tante Alice, die Raupe ist ganz mit weißen Fäden umwickelt. Das nennt man einen Kokon, sagte Tante Alice. Den hat die Raupe selbst gemacht. Sie hat sich darin eingewickelt und schläft. Jetzt dauert es nicht mehr lange bis zur großen Überraschung. Miffy konnte es kaum erwarten. Als sie das nächste Mal zu Tante Alice ging, nahm Miffy ihre Freundin Aggie mit. Die beiden Mädchen passten genau auf, aber es gab keine Überraschung. Der weiße Kokon veränderte sich nicht. Doch plötzlich fing er an, sich zu bewegen. Er zitterte und dann platzte er auf. Miffy und Aggie sahen genau hin, aber aus dem Kokon kam nicht die kleine Raupe, sondern etwas anderes. Was war das nur? Jetzt war es draußen und dann öffnete es seine Flügel. Die Raupe hatte sich wirklich verändert. Es ist keine Raupe mehr, rief Miffy. Es ist ein Schmetterling. Du hattest recht, Tante Alice, das ist wirklich wie Zauberei. Eine kleine hungrige Raupe verwandelt sich in einen schönen Schmetterling. Zum Abschied bewegte der Schmetterling noch einmal seine Flügel und dann flog er davon. Eines Morgens wollte Miffys Mutter das Frühstück machen, als sie sah, dass sie keine Karotten mehr hatte. Miffy liebte Karotten zum Frühstück. Ich war schon ganz früh auf dem Markt, sagte die Mutter, aber die Karotten waren ausverkauft. Es gab keine einzige Karotte mehr. Ich weiß, wer Karotten in ihrem Garten hat, sagte Miffy. Poppy Pig. Poppy hat einen schönen Garten, in dem viele Karotten wachsen. Ich bin sicher, sie wird dir ein paar Karotten geben, wenn du zu ihr gehst und sie darum bittest, sagte die Mutter. Poppy Pig saß beim Frühstück. Sie aß gerade die letzte Karotte aus ihrem Garten. Diese Karotten sind so lecker und so saftig. Ich hätte viel mehr davon pflanzen sollen, dachte Poppy. Da sah sie Miffy kommen. Guten Morgen, Miffy. Hallo, Poppy, sagte Miffy. Ich bin gekommen, weil ich dich um ein paar von deinen saftigen Karotten bitten wollte. Poppy tat es leid, dass sie alle ihre Karotten aufgegessen hatte. Oh je, sagte sie, ich habe keine einzige Karotte mehr. Wenn ich jetzt Karottensamen in die Erde stecke, dauert es viele Wochen, bis es richtige Karotten sind. Da kam Tante Alice. Sie trug zwei schwere Körbe. Hallo Miffy, hallo Poppy. Ich habe heute Morgen auf dem Markt alle Karotten gekauft. Ich möchte etwas Besonderes daraus machen. Ihr seid beide zum Abendessen eingeladen. Und ihr könnt auch eure Freunde mitbringen, sagte sie. Dann ging Tante Alice nach Hause. Miffy und Poppy konnten kaum erwarten, dass es Abend wurde. Da kamen Boris und Barbara Bär vorbei. Ihr seid heute Abend bei Tante Alice zu einem Karottenessen eingeladen, sagte Miffy. Wir essen nicht so gerne Karotten, sagte Boris. Aber ihr müsst mitkommen, sagte Miffy. Meine Tante will etwas ganz Besonderes aus den Karotten machen. Tante Alice arbeitete den ganzen Nachmittag in der Küche. Boris hatte Hunger. Er wollte gerade ein großes, leckeres Brötchen essen,
als Barbara rief: Boris, was machst du da? Du weißt doch, dass wir bei Tante Alice zum Abendessen eingeladen sind. Wir müssen jetzt gehen. Aber ich mag keine Karotten, sagte Boris. Ich auch nicht, sagte Barbara. Aber vielleicht mögen wir sie, wenn wir richtig hungrig sind. Lass das Brötchen liegen und lass uns gehen. Sie kamen zu Tante Alice' Haus und es roch ganz köstlich. Das riecht wundervoll, sagte Barbara. Das sind bestimmt keine Karotten, sagte Boris. Vielleicht kocht sie etwas anderes. Als alle am Tisch waren, brachte Tante Alice ihnen Karottensuppe, Karottenbrot, Karottenpastete und Karottensaft. Ihr solltet es mal probieren, sagte Tante Alice. Boris und Barbara schmeckte es wirklich sehr gut. Hier habe ich noch einen Karottennachtisch für euch, sagte Tante Alice. Hurra, freute sich Boris. Ein richtiges Karottenfest. Als sie nach Hause gingen, sagte Boris zu Barbara: Das hat so gut geschmeckt. Wir werden jetzt auch Karotten in unserem Garten pflanzen. Miffy liebte Farben. Sie guckte aus dem Fenster. Welche Farben konnte sie sehen? Sie sah, dass der Himmel blau war und das Gras war grün. Sie sah rote Blumen und gelbe Blumen in ihrem Garten. Sie guckte sich ihre Hände an. Ich bin weiß, sagte sie, und ich habe ein blaues Kleid an. Ist es nicht schön, dass es so viele bunte Farben gibt, dachte sie. Da klingelte es an der Haustür. Es war Melanie. Hallo Melanie, sagte Miffy. Hallo Miffy, ich gehe zum Spielplatz, sagte Melanie. Möchtest du mitkommen? Oh ja, sagte Miffy. Die beiden kleinen Mädchen machten sich zusammen auf den Weg zum Spielplatz. Sie kamen an Poppy Pigs Haus vorbei. Poppy Pigs Haus war rot und hatte ein grünes Dach. Im Blumenkasten vor dem Fenster blühten gelbe Blumen. Da war Poppy. Sie kam aus ihrem Garten. Ihre Schubkarre war voll mit frischen, orangefarbenen Karotten. Hallo Poppy, sagte Miffy. Hallo Miffy, hallo Melanie, sagte Poppy. Was für ein schönes, buntes Haus du hast, Poppy, sagte Melanie. Es freut mich, dass es euch gefällt. Es sieht so fröhlich aus, sagte Miffy. Die beiden Mädchen winkten Poppy zu und gingen weiter. Als sie auf dem Spielplatz angekommen waren, spielten sie auf der gelben Schaukel. Sie rutschten die blaue Rutsche hinunter und drehten sich rundherum auf dem roten Karussell. Miffy sagte zu Melanie: Guck mal, wie viele verschiedene Farben es hier gibt. Oh ja, sagte Melanie, alles ist bunt. Und du bist weiß und ich bin braun. Wir haben auch verschiedene Farben. Wir haben verschiedene Farben, sagte Miffy, aber wir sehen doch gleich aus. Ja, du hast recht. Wir sind zwei Hasenmädchen. Eins ist weiß und das andere ist braun. Die beiden lachten und freuten sich. Alle diese Farben sehen so schön aus, sagte Melanie. Sie sahen einen grünen Vogel und einen blauen und viele bunte Schmetterlinge. Überall auf dem Spielplatz blühten bunte Blumen.
Es wurde Zeit, nach Hause zu gehen. Da zogen dunkle Regenwolken auf und der Himmel wurde grau. Oh nein, ich glaube, es wird gleich regnen, sagte Miffy. Wir müssen uns beeilen. Doch plötzlich kam die Sonne hervor. Und dann sahen die beiden die schönsten Farben, die es gab. Ein Regenbogen, rief Miffy. Und die beiden kleinen Mädchen dachten, wie schön, dass diese Welt so bunt und farbenfroh ist. Miffy, 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 komm, deine Freunde warten schon. Knuffy, Grunty, Boris Bär, Papi Pig und viele mehr. Und zusammen glaubt uns das.